Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu Online Business and More. Und heute gehe ich mal so mit diesem Spruch ins Gefecht, sagen wir so, einen Online-Kurs an einem Tag erstellen. Ja, geht denn das? Ja, der Grund, warum ich diese Frage stelle, ist, weil ich immer wieder solche Werbungen sehe. Also es gibt ganz oft eben diesen Claim, bei mir lernst du wieder einen Online-Kurs an einem Tag erstellst oder von mir aus auch an einem Wochenende oder in 3 Tagen gibt es diverseste Sachen. Und ich habe da neulich mal was gepostet und habe da sehr viel Antworten drauf bekommen und deswegen möchte ich einfach ein bisschen näher drauf eingehen, geht das oder nicht, einen Online-Kurs an einem Tag? Wäre doch irgendwie schön. Vielleicht kurz ein bisschen zuerst zurück. Ich bin ja wirklich schon so ein Urgestein sozusagen vom Online-Business. Also ich helfe Unternehmen und Unternehmerinnen schon seit dem Jahr 2012. Da habe ich meine ersten Online-Kurse, meine erste Online-Kurs-Plattform erstellt. Abos, alles Mögliche. Und ja, und gerade in den letzten Tagen ist uns ja wieder sehr, sehr klar geworden, Online-Kurse sind die Zukunft. Du brauchst einen Online-Kurs. Und wenn du ein Trainer bist, wenn du ein Coach bist, wenn du ein Speaker bist, also es gibt jetzt eigentlich fast niemanden, man sieht ja auch in den Schulen, auch in den Universitäten, wird überall auf Online-Lernen umgestellt. Und ich kann nur sagen, für mich waren Online-Kurse damals der Game-Changer schlechthin. Also abgesehen natürlich vom Einkommen, ich verdiene heute wesentlich mehr in einem Monat, als ich früher in einem ganzen Jahr verdient habe, also dass sich wirklich mehr als verzehnfacht hat, ja. Habe ich auch ganz andere tolle Dinge gesehen an Online-Kursen. Zum Beispiel, ich war ja früher im Lerncoaching tätig und da gibt es ja ganz viel gerade sozial schwache, also Kinder aus sozial schwachen Familien, Migrantenfamilien und so weiter. Und ich habe ja wirklich eine Lächerlichkeit verlangt in den Einzelstunden, also zum Teil nur 30 Euro. Und dann habe ich gesehen, die schaffen nicht einmal das, die krachen da. Und dann habe ich da noch Rabatte gegeben. Das war unter jeder Kostenrechnung. Ich habe Steuer zahlen müssen, ich habe einen Center gehabt und alles Mögliche. Ja. Also es war schon fast irre. Und dann habe ich plötzlich diese Online-Kurse gehabt und einen Online-Kurs herzuschenken ist keine große Sache oder ihn einfach viel billiger herzugeben. Da schneide ich mir selber nicht ins eigene Fleisch. Und ganz insgesamt habe ich gemerkt, mit dem, was ich verbreiten will, eben früher mein Lerncoaching, heute, dass ich Unternehmern helfe, ich habe viel mehr Möglichkeit, wenn ich mich klone durch die Online-Kurse. So, das ist das eine. Also die Magie, die ich erlebe, was Online-Kurse bewirken und die du als Trainer, als Coach, als Speaker einfach auch bewirken kannst. Also dass du nicht eben von Ort zu Ort gehst und so weiter, sondern eben das viel schneller machst. Und leider gibt es natürlich wie immer und überall, wo ein Thema in ist und Online-Kurse sind einfach in, gibt es immer auch Trittbrettfahrer. Und das sind vor allem die Leute, die halt eigentlich nur so sehen, quasi Online-Kurse, das bedeutet hohes passives Einkommen. Und das kann ich jetzt von mir durchaus bestätigen. Ja, ich habe ein hohes passives Einkommen, aber es ist halt auch keine Garantie, mit Online-Kursen ein hohes passives Einkommen zu erreichen. Weil was willst du denn in erster Linie machen? Erstellst du Online-Kurse nur wegen des Einkommens? Also die Leute sind bei mir auf jeden Fall nicht die richtigen, ja, weil ich möchte nicht, dass jemand hauptsächlich, um Geld zu verdienen, einen Kurs erstellt, sondern zu mir kommen die Leute, die wirklich ein gutes Expertenwissen haben und die das mit der Welt teilen wollen, zum Guten von den einzelnen Leuten und die dafür natürlich auch einen guten Preis verlangen dürfen. Aber eben, wie gesagt, jetzt gibt es viele Leute, die machen ja dann auch damit wieder Geld, dass sie einen Online-Kurs machen, darüber, wie man ganz schnell einen Online-Kurs erstellen kann. Und sie versprechen dir dann eben einen Tag, 2 Tage, 3 Tage oder so. Du kannst dir sicher sein, sofern sie dir überhaupt helfen, bis zur Fertigstellung zu kommen, dann tun sie das nicht in dem ersten Kurs, den sie dir billig verkaufen, sondern erst im zweiten oder dritten Kurs, den sie dir dann teurer verkaufen, wo sie dann sagen, du brauchst doch noch ein bisschen mehr. Gut, aber das sind Marketingtaktiken, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so hin. Ich möchte einfach nur wirklich die rein technische Frage beantworten, kann man an einem Tag einen Online-Kurs erstellen? Und ich kann dir nur sagen, ich habe über 100 Online-Kurse erstellt und das ist einfach,
schlichtweg gänzlich unmöglich. Also wie gesagt, ich habe selbst sehr viel Erfahrung und was ich vielleicht machen könnte mit meiner Erfahrung von über 100 Online-Kursen, das ist Videos für einen Online-Kurs an einem Tag aufnehmen. Ja? Aber sicher nicht jemand, der noch nie Videos vorher aufgenommen hat, der keine Ahnung hat von der Technik und sonstiges, und auch das geht nur für irgendeinen kleinen Kurs. Auch das schaffe ich persönlich noch über 100 Online-Kursen, nicht für einen größeren Kurs, sondern dann ist das einfach ein längeres Projekt. Aber ich glaube, der größte Fehler, warum Leute das überhaupt glauben können und warum du das vielleicht glauben willst, dass das geht, wenn du nur den richtigen Kurs kaufst, der dir das zeigt, das ist, weil viele bei Online-Kursen nur daran denken, diesen Online-Kurs aufzunehmen. Und einen Online-Kurs aufzunehmen ist so ungefähr die geringste Arbeit an dem ganzen Kurs. Deswegen, was gehört denn eigentlich noch alles dazu, zu einem Online-Kurs? Und das fängt vor allem bei der Planung an. Die Planung ist etwas, was die meisten Leute gänzlich außer Acht lassen. Also ich kenne viele, die sagen, ich mache jetzt einen Online-Kurs und dann drücken sie als erstes auf den Record-Button. Ja, kannst du machen, nur das wird niemand kaufen, wenn du es überhaupt fertig machst. Also Planung ist das Wichtige. Ja? Und da ist natürlich auf der einen Seite mal dieses Filtern, aus deinem großen Expertenwissen, was kommt denn jetzt in diesen Kurs rein? Und ich sage dir gleich, es ist nicht richtig, alles reinzutun. Also es ist nicht die richtige Sache, dass du denkst, du möchtest jetzt einen Kompendium-Kurs machen mit all deinem Wissen, weil das wird ja hoffentlich viel sein. Auch da wieder zurück vielleicht zu den Eintageskursen. Natürlich, wenn du ein einziges Buch zu einem Thema gelesen hast, brauchst du auch nicht so viel Zeit dafür. Nur dann bist du kein Experte. Also ein Experte fängt bestenfalls beim zweiten Buch, das er gelesen hat, an. Aber ein Buch, das kann jeder lesen. Also ist natürlich scherzhaft, auch zwei Bücher machen dich nicht zum Experten. Also es braucht einfach viel Wissen. Und wenn du viel Wissen hast, dann ist das keine leichte Arbeit auszusortieren. Was kommt rein und was kommt nicht rein in einen Kurs? Also das ist schon die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass du ja insgesamt hoffentlich schon eine Angebotspalette hast, zumindest offline. Und jetzt ist die Frage, wo gehört dieser Kurs hin? Es gibt ganz, ganz tolle Einführungskurse. Es gibt aber auch Kurse irgendwo in der Mitte. Das sind dann auch oft Abos zum Beispiel oder so, wo du einfach so Grundlagen schaffst. Und dann gibt es natürlich den für deine ganz speziellen Leute, für Leute, die besonders weit kommen wollen. Also das ist mehr als ein fortgeschrittener Kurs. Das sind oft irgendwelche Masterminds oder sonstige Sachen. Also du kannst auf drei Stufen, aber natürlich im Prinzip sind das wilde Schattierungen. Du kannst einen Online-Kurs mit einem ganz unterschiedlichen Ziel erstellen, wen du hier abholen willst. Willst du die breite Masse überhaupt erstmal aufmerksam auf etwas machen oder willst du die Leute, die sich schon dafür interessieren, einfach denen gute Grundlagen beibringen oder willst du mit denen richtig abheben, die einfach viel, viel mehr wissen wollen? Und je nachdem kommt es vor allem auf eins an, nämlich darauf, wie viel bist du mit dabei. Das ist der große Unterschied. Ja? Wie viel Service gibst du in einen kleinen Einsteigerkurs um wenig Geld? Das wird wahrscheinlich ein reiner Selbstlernkurs sein. Ja? Das geht auch wieder schneller, natürlich einen Selbstlernkurs zu erstellen. Ja? Aber in dem Moment, wo du mehr Service gibst, muss einfach rundherum das Paket voller werden. Und da sind wir jetzt eigentlich auch dann schon beim Erstellen. Also was gibt es denn alles zusätzlich außer den Videos? Ein Online-Kurs sagt ja nicht impliziert, dass er ein Videokurs ist, aber heutzutage ist er das meistens. Also dass Videos drinnen sind, das nimmt man heute schon stark an. Aber was gibt es denn sonst noch? Da ist jetzt eben der Punkt, das Erstellen. Gibt es noch zusätzliche Materialien, irgendwelche Checklisten, irgendwelche Arbeitsbücher, Grafiken und so weiter? Wie kennzeichnest du verschiedene Module? Also gibt es da irgendwie was? Schaut das hübscher aus, auch von den Bildern her? Und vor allem vielleicht auch jetzt zum Video aufnehmen. So wie du mich jetzt siehst, wenn du mich nicht im Podcast hörst, das ist quasi Talking Head, nennt man das. Also das siehst mich. Das kann ganz nett sein, man möchte ja den Vortragenden kennenlernen, aber einen dreistündigen Kurs nur mit Talking Head anzuschauen, das ist ganz bekanntermaßen ganz schlecht für die Aufmerksamkeitsspanne. Die Leute driften weg in ihre eigene Welt, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch vom Lerntransfer ist er schlecht, weil die Leute, wenn sie dich die ganze Zeit nur sehen, wie du redest, da gibt es nicht genug Ankerpunkte. Im Gegensatz dazu, wenn du eben Grafiken zeigst, wenn du interessante Folien hast, dann können sich die Leute das auch viel besser, also deine Kunden viel besser auch im Hirn abspeichern. Womit wir beim nächsten Thema wären, wenn du vorher Folien erstellst, dann macht das Arbeit. Das erhöht aber ebenfalls wieder den Erfolg und den Transfer von deinem Kurs.
Schaffst du das auch noch in einem Tag? Also ich weiß, ich bin sehr geübt im Folien erstellen, aber allein für ein Webinar, da sitze ich stundenlang dran, bis die Folien für das Webinar fertig sind. Also Planung erstellen und dann geht es erst richtig los. Dann geht es nämlich erst ums Verkaufen. Ja? Und daran scheitern ganz, ganz viele, weil sie sich meistens vorher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, dass der Kurs am Ende des Tages auch verkauft werden soll. Und das liegt auch ganz viel daran, dass viele, ich sage immer, einen Kurs am Reißbrett entwerfen. Das heißt, die denken sich, ja, das wird gut ankommen und das werden die Leute brauchen und so mache ich das. Ja, und dann sperren sie sich ein und nehmen das Ganze auf und dann komischerweise will das keiner. Also das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du mit deinen Kunden sprichst, dass du sie fragst, was brauchst du eigentlich genau, ja? Dass du ihnen aufs Maul schaust und verstehst, wie sie sprechen. Willst du das auch in dem einen Tag machen? Also das ist die Vorarbeit, diese ganze Recherche, aber nur dann wird es ja auch ein Kurs, der wirklich für deinen Kunden was bringt. Also das heißt, dass du wirklich genau in diesen Austausch gehst und schaust, was wird dann eigentlich wirklich gebraucht und wie genau kann ich meinem idealen Kunden am besten helfen. Und ja, und dann eben dieses Thema Launching, das ist auch noch ein ganz ein wichtiges Thema beim Verkaufen. Also ich selbst habe lang den Fehler gemacht, dass ich so gesagt habe, ja, hier wäre dann mein neuer Online-Kurs in einem E-Mail oder vielleicht auch in einem Facebook-Post und das war's dann. Es haben eher ein paar Leute gekauft. Nur ich habe nicht gewusst, wie viel mehr gekauft hätten, wenn ich gewusst hätte, wie Launching geht. Ja. Launching macht sogar wirklich Spaß, das ist das, was ich mir am allerwenigsten gedacht hätte. Aber Launching, das bedeutet, dass du so richtig ein Event aus dem Start deines Kurses machst, dass du wirklich die ganze Welt wissen lässt, dass jetzt ein neuer Kurs da ist. Das bedeutet viele E-Mails, das bedeutet viele Facebook-Posts oder sonstige Social-Media-Posts, das bedeutet Netzwerken mit anderen Leuten, die dich mitpromoten, das heißt Affiliate-Marketing machen unter Umständen. Also Launching, das ist schon wirklich ein Projekt. Und ein Projekt, das alleine, also einen kleinen Kurs brauchst du vielleicht nicht ganz so groß launchen, aber für so einen mittleren bis großen Kurs, dieses Launching, das dauert leicht 3, 4 Wochen. Und das ist ja jetzt nur die Durchführung. Auch das Launching gehört geplant. Also, einfach zusammenfassend, die gute Nachricht, ja, und das möchte ich jetzt vielleicht auch noch sagen, ja, die gute Nachricht, und da bin auch ich sehr schwer dafür, es gibt wirklich zu allem Hacks. Also man muss nicht perfektionistisch mit dem ersten Kurs rausgehen. Ich bin immer sehr dafür, ich schubse die Leute immer gerne, mach nur, tu nur. Ja? Und es gibt 100.000 Wege, wie du dir Sachen vereinfachst, egal ob das ist, wo deine Kursplattform ist und wie du das aufnimmst und wie du das Ganze planst. Und ich würde dir auch nicht raten, mit deinem größten Megaprojekt zu beginnen, sondern einfach mal mit einem kleineren Projekt die ersten Erfahrungswerte zu sammeln. Also das Gute ist, es gibt wirklich überall Hacks und ich sage dann immer, man kann mit der Zeit immer professioneller werden, das wird man eh automatisch. Das Erste ist, es ist schon wichtig, gleich rauszukommen. Also so weit bin ich bei den Leuten, die sagen, dass man das schnell machen soll. Nur eben in 1, 2, 3, 7 Tagen wirst du das vor allem als Anfänger ganz, ganz, ganz bestimmt nicht schaffen. Weil was hast du denn davon, wenn du einen Online-Kurs hast? Ja, du musst ihn ja auch verkaufen und du willst ja auch Erfolge haben. Du willst ja auch haben, dass die Kunden damit Erfolge haben. Das ist ja das Wichtigste. Ein besonderer Hack, den ich sehr liebe und den ich sehr gut finde, ist zum Beispiel das sogenannte Seed-Launching, also so wie die Saat. Da geht es darum, dass du den Kurs noch nicht vorher alles fertig erstellt hast und dann erst rausgehst, sondern dass du quasi diesen Kurs eigentlich als erstes verkaufst und dann erst generierst. Also ganz grob gesagt. Ja. Also das heißt, du entwickelst den Kurs zusammen mit den Leuten, die ihn gekauft haben und entwickelst ihn ganz nach den Bedürfnissen. Das ist ein ganz spezieller Hack, den ich sehr, sehr gerne mache, weil dann sind das wirklich so richtig an den Bedürfnissen der Kunden orientierte Kurse. Aber auch da wieder, du fängst trotzdem nicht bei Null an. Auch da gehört wieder viel Planung dafür. Du brauchst trotzdem die ganzen Verkaufsseiten und du brauchst die Bereitschaft, alles wieder einzustampfen und neu zu entwickeln, wenn niemand oder nicht genug Leute kaufen. Also, Fazit, ich sag dir an einem Tag nie und nimmer, aber du kannst es in ein paar Wochen schaffen, wenn du nicht das Megaprojekt schlechthin als erstes nimmst, wenn du dich ranhältst, wenn du wirklich bereit bist, was zu tun, wenn du auch bereit bist, wirklich mit deinen Kunden in Kommunikation zu gehen. Ich weiß, das ist für viele schwierig, aber für die soll es ja sein. Ja? Also wäre schon ganz gut, wenn du mit ein paar
davon auch wirklich gesprochen hast. Ja? Ich arbeite auch nur mit echten Experten. Das heißt, es interessiert mich überhaupt nicht, jemanden zu Reichtum zu bringen, indem er irgendwas schnell dahin rotzt, sagen wir jetzt mal so. Ja? Weil ja, das sind für mich ist immer wichtig, ein nachhaltiges Business aufzubauen. Ich unterstütze Leute, die wirklich was zu sagen haben und wirklich helfen können, ein nachhaltiges Business aufzubauen. Und wenn du das vorhast, dann bist du sicher nicht dort gut aufgehoben, wo Leute sagen, ach, das schaffst locker in einem Tag. Und um das jetzt, ich weiß, jetzt zerstöre ich manchen die Träume, die sich das wünschen. Ja, man hätte so gerne einen Online-Kurs und es soll schnell gehen. Und ja, es darf sehr schnell gehen, aber es gibt überall Grenzen. Und deswegen möchte ich vielleicht einfach zum Schluss nochmal ganz umgekehrt die Frage stellen. Würdest du einen Kurs kaufen, der an einem Tag erstellt worden ist? Um nicht zu sagen, hingerotzt worden ist. Ja. Würdest du gerne Kunde sein von einem Kurs, von dem du weißt, dass sich derjenige, der den erstellt hat, genau einen Tag Zeit genommen hat dafür? Und wie viel wäre dir so ein Kurs wert? Also immer wieder zurückgehen in die Augen des Kunden und dir immer wieder denken, ja, du darfst gut verdienen bei deinem Kurs, aber letztendlich damit, dass du auch wirklich hilfreich bist und wirklich deinen idealen Kunden auch voll im Auge hast. In diesem Sinn wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Online-Kursprojekt und ich bin dafür bekannt, dass ich die Leute ein bisschen schubs, schnell voranzugehen. Also man kann es schon recht schnell schaffen und wenn du dich interessierst, mit mir Online-Kurse, deinen ersten Online-Kurs zu erstellen, dann kannst du gerne mit mir sprechen. Und wir können gerne darüber reden, wie das möglich ist. Und in jedem Fall wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Und Online-Kurse sind die Zukunft, Online-Kurse sind deine Zukunft. Ja, bleib dran, mach was draus.